Wird die Kommission überhaupt sicherstellen, dass wir einen Binnenmarkt, einen echten Binnenmarkt für Biokraftstoffe bekommen oder nicht? Dankeschön. Oder vielen Dank. Frau Köstinger, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte mich den Kolleginnen und Kollegen anschließen, die diese Einigung begrüßt haben und das Zustandekommen des jetzigen Vorschlages. Ich befürchte auch, dass diese Debatte eigentlich zwangsläufig fast nur mehr ideologisch geführt wurde und diese vor allem aber auch am Rücken der Produzentinnen und Produzenten in Europa. Die heimischen Unternehmer hatten keine Planungs- und Investitionssicherheit mehr, und ich glaube auch, dass das relativ schwierig ist. Das Ergebnis an sich, das wir jetzt abstimmen werden, ist passabel, aber mit Sicherheit noch nicht genug. Es sind erste Schritte in die richtige Richtung gesetzt worden. Ich halte es für wichtig, Bioethanol und Biodiesel auch weiterhin zu fördern, und mich verwundert zum Teil schon die eindimensionale Diskussion auch. Beispielsweise in Österreich ist die Bioethanolproduktion oder ein Nebenprodukt der Bioethanolproduktion ein sehr wichtiges, nämlich 100% gentechnikfreier Eiweißstoff, der anfällt und natürlich auch wieder für die Tierfütterung zur Verfügung gestellt wird. Wir konnten zum Glück, sage ich jetzt, ILUC-Faktoren verhindern, weil diese wissenschaftlich höchst fragwürdig sind. Wir können gerne darüber diskutieren, wenn wir welche haben, die dann in letzter Konsequenz auch funktionieren. Und ich möchte mich der Vorrednerin anschließen, die bereits auch jetzt davon spricht, dass wir über die Zeit nach 2020 nachdenken, weil hier brauchen wir einfach dann auch richtige Maßnahmen, um die CO2-Reduktion, die Energieversorgung und Sonstiges auch weiter anzukurbeln. Wichtig ist die Förderung von Fortschritt Biokraftstoffen, das möchte ich ausdrücklich noch einmal betonen. Sprit aus Algen oder Abfallprodukten, das ist die Zukunft der Biotreibstoffe. Hier müssen wir jede Anstrengung und Energie auch hineinlegen, um das in Zukunft zu ermöglichen. Herr Kelly. Dankeschön, Herr Kelly, bitte. Margaret Upton, Herr Kouachery, Herr Kommissar. Ja, es freut mich, ein paar Worte zu dieser wichtigen Frage verlieren zu können. Also ich möchte doch zunächst einmal dem Kommissar danken dafür.